Lady Violet von Carolyn Roth. Sie sträubte sich dagegen, das schwarze Universum, in dem sie schwebte, zu verlassen. Es vermittelte ihr Geborgenheit. Trotz der Dunkelheit wie in einer tiefen, mondlosen Nacht und der einlullend friedlichen Eintönigkeit, in der sich jeder eigene Wille und jegliche Wünsche unbemerkt in Luft auflösten, so als hätten sie gar nie existiert. Ein Sog, den sie nicht entrinnen konnte, zog sie zu dem entfernten Licht. Die unendliche Stille wurde vom Singen eines Vogels durchbrochen, das sie unbarmherzig aus ihrer erlösenden Ohnmacht ins Leben und auf den Waldboden zurückholte. Als sie die Augen öffnete, erblickte sie über sich das Blätterdach einer Buche und dahinter den Himmel. Das Sonnenlicht ließ das Frühlingsgrün der Blätter erstrahlen. Sie bewegten sich in einem unmerklichen Lufthauch und schienen ihre Freiheit nach der Zeit des Eingesperrtseins in der Knospe zu genießen. Der Anblick stimmte sie für einen Moment versöhnlicher. Sie füllte ihre Lunge mit einem tiefen Atemzug. Es roch nach feuchter Erde, Moos und Pilzen. Dann drangen die Schmerzen in ihr Bewusstsein. Wurzeln und spitze Steine bohrten sich in ihren Rücken, in ihrem Kopf hämmerte es. Sie lag in einer unnatürlichen Stellung auf dem harten Waldboden. Vorsichtig richtete sie sich auf. Die Schmerzen ließen sie aufstöhnen. Sie betastete Arme und Beine, bog und streckte die Gelenke. Immerhin war nichts gebrochen. Verwirrt fragte sie sich, wie sie hierher gekommen war und was sie in diesen Zustand versetzt hatte. Aber so sehr sie sich auch bemühte, sie konnte sich nicht erinnern. Nicht die leiseste Ahnung, was geschehen war. Die Bilder in ihrem Kopf blieben schwarz wie das Universum, das sie ausgespuckt hatte. In der verzweifelten Hoffnung auf irgendeine Erkenntnis sah sie an sich hinunter. Sie trug ein dunkelbraunes, grobes Leinenkleid, einen Umhang und Reitstiefel. Ihre Haare wurden von einer Haube verdeckt. Über ihre Schulter hing eine Ledertasche mit einer angeschnürten Wolldecke. Nachdem sie sich fröstelnd in die Decke gewickelt hatte, durchsuchte sie die Tasche und fand einige Kleidungsstücke und einen Beutel mit Münzen. Aber etwas störte das Bild. Die fein gearbeiteten Lederstiefel passten nicht zu ihrer einfachen Kleidung, auch nicht das hübsche Baumwollkleid in der Tasche. Krampfhaft versuchte sie sich zu erinnern. Doch je mehr sie sich anstrengte, desto stärker wurden die Kopfschmerzen. Eine Übelkeit machte sich in ihr breit und bald wurde sie von Brechreizen geschüttelt. Sie ließ sich wieder auf den Waldboden zurücksinken und schloss die Augen. Sie wollte zurück in die Welt der Ohnmacht und des Vergessens, dorthin, wo alles friedlich gewesen war, wo sie sich geborgen fühlte. Allmählich beruhigte sich ihr Magen. Eine verschwommene Erinnerung an das, was geschehen war, tauchte auf, wie sie, Juliette de Roncourt, sich nachts aus dem Herrenhaus geschlichen, Blanchevilles Pferd gesattelt hatte und eilig losgeritten war. Die ganze Nacht war sie geritten, hatte dem Pferd und sich keine Ruhepause gegönnt, um so rasch wie möglich von zu Hause weg nach Le Havre zu gelangen. Doch auf einer Waldlichtung sprang plötzlich ein Reh aus dem Gebüsch. Das Pferd scheute, bäumte sich auf und warf sie ab. Juliette blickte sich um, spähte zwischen den Baumstämmen hindurch und versuchte, eine Bewegung auszumachen. Vergeblich. Blanchevilles Pferd war nirgends mehr zu sehen. Sie würde wohl oder übel zu Fuß weitergehen müssen. Der Gedanke an Henri Blancheville löste erneut Übelkeit in ihr aus. Trotzdem zwang sie sich aufzustehen und sich wieder auf den Weg zu machen. Blancheville und seine Männer würden sie bestimmt suchen und sie wollte ihnen keinesfalls in die Hände fallen. Der Wald war stellenweise dicht, sodass sie schnell vorankam, bis ihr dichtes Unterholz und Brombeersträucher wieder den Weg versperrten. Mehrmals musste sie ihr langes Kleid aus den Dornen lösen. Die Übelkeit beim Gedanken an Blancheville wich mittlerweile einer heftigen Wut und Schadenfreude.
Für ihre Flucht hatte sie sein neues Pferd gestohlen. Das war zwar nichts im Vergleich dazu, was sie seinetwegen verloren hatte, trotzdem verschaffte sie eine wohltuende Befriedigung. Ihre Gedanken schweiften zurück, während sie durch den Wald irrte. Zurück zu jenem schicksalhaften Tag vor einigen Wochen, an dem ihr geordnetes Leben eine unerwartete Wendung nahm.